Und die Milch reinpacken und noch mehr Obst. So. Das ist schon mal gut. So, haben wir wieder etwas mehr essen, mehr trinken. Wir haben sogar Cookiefrucht. Ja. Und ich habe einen neuen Triumph. Das war aber nicht so wenig ein Kopfgeld. Nö, gerade nicht. Gut. Habe ich mich damit bei der Valianischen Handelsgesellschaft vielleicht verhunzt? Nein. Ist da wieder ein Sturm? Ja, den umsegeln wir dezent. So, ich will nur nicht in den Sturm rein, aber ich will das Kartengebiet aufdecken. Und wisst ihr was? Jetzt decke ich von Norden nach Süden und dann von Süden nach Norden auf. Das geht nämlich ein bisschen zackiger, denke ich mal. Und ich muss nicht ständig so viel nach links und rechts fahren. Und ja, ich will gucken, dass ich so viel wie möglich aufdecke. Zum einen, weil ich nicht will, dass mir Sachen entgehen. Und zum anderen haben wir auch Nebenquests offen. Wow, 25 tägliche Löhne. Oh, minus 5 nur noch. Ah, sie ist ein besserer Koch geworden. Das ist gut. Aber ja, ich muss mal irgendwann gucken, dass ich die beiden, die ich gerade nicht brauche, rausschmeiße. Also, nutzloser Dummkopf und Mutter Scharffelsen. Dass ich die mal raussetze. Sie ist gut, dass sie so eine so gute Köchin ist und er ein guter Navigator. Und er natürlich ein guter Steuermann. Dann habe ich zwei gute Kanoniere, einen sehr guten Matrosen und einen noch guten Matrosen. Ja, meine Mannschaft kann sich sehen lassen, obwohl sie alle halbstarke waren. Jedenfalls die, die ich dann nachher rekrutiert hatte. So, die wollen nichts von mir zum Glück. Also ja, wenn ich auf Enterkurse gehe, dann habe ich meistens den Vorteil. Weil ich habe schon ziemlich starke Entermannschaft mit meinen ganzen Helden. Und ich könnte sie noch ein bisschen stärker. Oh. Zwei Ersatzungsmitglieder beim Spielen unter Deck. Ja, flüstern. Irena und Oswald. Sicher, ich mache eine Runde mit. Ja, Oswald setzt aus. 250 Kupfer. Irena kichert, holt den Dolch hervor, hebt ihn hoch und zieht. Überlegt sich lange, wie der Dolch schließlich in Richtung des Orleaners segelt. Der Dolch trifft das Ohr. Das sind 7 Punkte für Irena. Captain Dogang ist das überbieten. Ja, Mond 5 Punkte. Ja, sie ist immer noch bei 7. Ziehen wir nochmal auf die Nase. Ein Punkt. Okay. Oh. Ja, gut. Seemannserfahrung für beide. Irena lächelt, schnappt sich das Geld. 5 Moral, die wir gerade nicht bräuchten eigentlich. Oh, aber eine kleine Insel. Mit Sch samt Schiffswrack. Ich will aber nicht in den Sturm rein, aber
Der Sturm blockiert die Insel. Das ist jetzt mies. Oh. Treibgut, und da ist noch mehr Treibgut. Das sacken wir ein. Auch wenn das Treibgut meistens Reparaturvorräte sind. Was soll denn, ey? Zweimal Schwarzpulver. Ach, das ist wenigstens etwas. Aber ne, der Sturm will nicht da wegziehen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zuerst die obere Insel mir angucken. Zu der ich gerade zurückfahre. Saal der Unsichtbaren. Auf jeden Fall ist es eine große Insel. Und das ist halt keine Standardinsel. Oh Gott, die schwankende Hure. So, erstmal die ganzen Vorräte hier abgreifen, bevor ich erst das schattige Tal mir ansehe und dann den Saal der Unsichtbaren. So, da komme ich ran, oder? Ja, noch mehr Schiffszwieback. Okay, ich muss erst durchs schattige Tal. Das Land hier ist zertrümmert und brach, unheimlich ruhig mit zerklüfteten kleinen Hügeln, die abrupt in die ruhige, klare See abfallen. Am Himmel fliegen keine Vögel und du hast noch nicht ein Wildschwein, eine Ratte oder eine Eidechse entdeckt. Im Gegensatz hierzu scheint das Lager vor dir zu brummen. Pferde sind an Fehler angebunden. Eine Gestalt mit Robe, Kapuze und Kopf gezogen sitzt auf einer Kiste. Und der Geruch eines herzhaften Eintopfs steigt aus dem Topf, der über dem kleinen Lagerfeuer hängt. Irgendwelche Ideen? Alles klar, zuerst machen wir uns mal mit Karotten bei ihnen beliebt. Dann bürsten wir ihnen die Mähne aus, die sehen stumpf aus. Wenn sie dann noch nicht Freundschaft geschossen haben, dann versuchen wir es nochmal mit Karotten. Ihr das Aufmerksamkeit geht allein den Pferden. Palekina. Palekina zuckt mit den Schultern. Falls es keine Falle sein sollte, dann sieht sie kaum nach einer aus. Tekeo. Immer beim Kochen zuzusehen ist jetzt nicht gerade der Höhepunkt unserer gemeinsamen Zeit, aber immerhin mal eine angenehme Abwechslung. Tekeo hält sich seinen knurrenden Magen. Und, Maya, dein Topf riecht gut, fast schon zu gut. Ist bestimmt eine Falle. Die Augen zusammengeschniffen streicht Maya sich mit dem Daumen übers Kinn und nickt langsam. Dich dem Lager nähern. Als du dich näherst, öffnen sich die Vorhänge der zwei näheren Zelte. Aus ihnen treten ein geschmeidiger Waldelf in ederianischer Pracht. Eine massige Amaunerin mit himmelsblauer Haut sowie ein Savannenbewohner, der eine große Armbrust auf dein Herz zieht heraus. Kein weiterer Schritt, Fremder, sagt ihr. Der Elf lächelt dich warm an, was die Aussage recht unklar macht. Die Gestalt da oben im Lager bewegt sich keinen Zentimeter. Mein Freund hier mag eure Pferde. Oder nickt. Naja, wir haben uns noch nicht richtig getroffen, aber daher kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei ihnen. Die Ederianerin verbeugt sich leicht aus der Hüfte. Ihr braunes Haar fällt in losen Locken über ihr Gesicht. Wenn das so ist, wer sind wir denn, dass wir unsere Gast... Wenn wir euch unsere Gastfreundschaft verwehren, bitte gesellt euch doch beim Feuer zu uns. Sie leitet auf das Lager. Das Trio führt dich durch die Zelte. Für die Gestandenen, die du sehen kannst, sind es anscheinend viel zu viele. Der Elf bietet dir netterweise einen Platz am Feuer an. Die vermummte Gestalt scheint offenbar keine Notiz von deiner Ankunft zu nehmen. Ihre Kapuze wirft einen undurchsichtigen
undurchdringbaren Schatten über ihr Gesicht. Wir haben Suppe, sagt die Amaurin. Eigentlich einen Topf und du darfst gerne Gebrauch von unseren Zelten machen, falls du dich ausruhen möchtest. Wer ist dein vermummter Freund? Die Frau lacht. Nein, lacht leicht. Nur das, vielleicht solltest du ihn selbst fragen. Ey, wer bist du denn? Nein, danke, dich nähern und unter die Kutte sehen. Du gehst auf die Gestalt zu, die sich nicht rührt. Jeder Schritt bringt dich näher heran, aber irgendwann auch weiter weg. Der Gang scheint Minuten zu dauern, das Lagerfeuer ist jetzt weit entfernt und doch kannst du nicht anhalten. Du beugst dich tief hinunter und schaust unter die Kutte, in das Gesicht darin. Ein haarloses Gesicht mit bleicher grauer Haut, dünnen Lippen und schmalen Nase und kleinen Augenhöhlen. Und keinen Augenhöhlen. Nicken und zu deinem Platz zurückgehen. Du machst es wieder auf deiner Kiste gemütlich. Die vermutete Gestalt kümmert sich nicht weiter um dich. Weißt du viel über diese Inselkette? Während die Amaurerin ihren Kopf schüttelt und sehr wenig sagt, grinst die Edrianerin und antwortet das ein oder andere. Warum fragt der düstere Mensch? Ich bin Zwerg. Warum kannst du mich einfach die Scheißfrage beantworten? Auf Inseln wie dieser hätte ich Vögel, Eidechsen, Insekten erwartet, aber alles ist tot. Ich bin von Natur aus neugierig. Nehmen wir mal die Eins. Der dunkelhäutige Mensch nickt. Krass, seltsam, was? Die Amaurerin grinst. Ihre scharfen Zähne reflektieren das Licht des Feuers. Da fragt man sich schon, was in dem Eintopf ist. Das sind aber viele Zelte. Wo ist denn der Rest eurer Truppe? Die Savannenbewohner grinst höhnisch. Hier in der Gegend. Sie haben ihre Augen offen, sagt der Elf. Die Amaurerin nickt. Nach Gefahr und nach anderen Dingen. Angreifen, genug Geschwätz. Ich muss dann mal wieder essen und rasten. Du nimmst eine Schüssel Eintopf an, er schmeckt fad, seine Zutaten mit wenig Konsistenz und verbringst den Rest des Abends mit dem eigentümlichen Quartett. Irgendwann ziehst du dich in eines der dir angebotenen Zelte zurück. Du träumst von Würmern. Als du aufwachst, ist der Boden blank. Keine Zelte, keine Pferde, keine Hinterlassenschaften. Nicht einmal eine Spur des Lagerfeuers. Oh. Habe ich mit Geistern gegessen? Krakenauge. Sieht nach was sehr Wertvollem aus. So, jetzt fehlt nur der Saal der Unsichtbaren. Nach einer müßigen Reise hast du endlich das Zentrum der vulkanischen Zerstörung erreicht. Vor dir befindet sich ein breites und vom Alter mitgenommenes Gebäude aus Stein. Das Auge vom Vale, einsam und allsehen, prangert über der Tür. Du näherst dich der Tür. Auch wenn das Auge eindeutig aus Stein gemeißelt wurde, spürst du doch das Brennen seines Blicks auf deiner Stirn. Ohne einen laut schwingt die Tür auf. Du siehst eine dunkle, enge Treppe hinab in die Erde. Ja. Treffen wir da noch mehr solche Homunkuli? Ohne Gesicht? Ja, Saal der Unsichtbaren. At once. Anyone bring a spool of fishing line? Warum sind wir eigentlich so schnell? Das frage ich mich ernsthaft. Ja, wir machen hier Türen auf. Ja, bitte wieder aufmachen. Danke. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie Schleusen sind. Okay.
in here. Okay, so geht das jetzt hier weiter. Ja, das ist ein bisschen rätselraummäßig.